Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash for the Wicked Innern zurück bei Let's Play Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Bevor wir weitermachen und vor dem hier noch einen Haufen Kämpfe bestreiten müssen, leider Gottes, damit wir dann schließlich zum letzten, also zum Schleusentor gelangen, möchte ich euch nun zeigen, wie jetzt mein neues Team aussieht. Lucas wurde jetzt zum Ritter. Gray ist jetzt ein Söldner. Tobin wurde zum Schützen. Faye wurde jetzt zu einer Geistlichen, weil ich glaube, mehr Heiler sind vielleicht ganz gut. Und ich sollte ja vielleicht auch gleich, wenn ich schon dabei bin, hier die Items richtig austauschen. Cliff habe ich zum Magier gemacht. Und Silke ist jetzt zu einer Geistlichen. Lufa ist bislang immer noch ein Magier, aber mit etwas mehr Level bin ich mir sicher, dass wir bald auch aus ihm noch einen bin ich mir sicher, dass wir auch aus ihm noch einen speziellen, was wir bald auch aus ihm einen speziellen Magier machen können. Claire ist also auch zur Falkenritterin geworden. Und Forsyth ist auch ein Ritter. Python ist jetzt ein Scharfschütze. Clive wurde zum Rittmeister, genau wie Matilda. So, und damit würde ich sagen, Sachen Inventar werde ich jetzt gucken, dass jetzt jeder ein empfohlenes Item bei sich hat. Das zu ihm passt. So, damit sind alle jetzt fertig. Zum Glück hat jeder jetzt bereits bessere Klassen drauf. Aber das lässt mich natürlich jetzt die Frage stellen. Tobin hat ja auch noch zusätzlich Fähigkeiten wie Sonnenschlag, Donnerschlag und Fodriant. Oder wie spricht man das aus? Fodriant. Das ist ja eigentlich Schwertkämpfer. Also was für Schwertkämpferklassen. Vielleicht hätte ich ihn doch nicht zum Schützen machen sollen. Aber man hat mir in den Kommentaren empfohlen, dass ich ihn zum Schützen machen sollte. Dann glaube ich, lasse ich das auch so, wie es ist. So. Jedenfalls ist jetzt auch Orms Einheit einiges stärker. Also ich habe beschlossen, sobald jetzt sie den nötigen Level für einen Aufstieg erreicht haben, werde ich sie auch gleich nochmal aufsteigen lassen. Sobald wie es geht. So. Also jetzt kämpfen wir mal gegen diese paar Gegner. Ich hoffe aber, durch den Klassenaufstieg ist jetzt Python nicht schon wieder... Versteckt sich Python nicht schon wieder... Feige... Irgendwo. Nirgendwo. Oder wo ist er gerade? Ah, da ist er ja. In einer Gruppe. Na also. Mit einem besseren. Mit der höheren Klasse traut er sich jetzt auch. Traut er sich schon eher aufs Schlachtfeld. So. Es geht hier einiges an Rittmeistern zu besiegen. Und hier einen Bogenritter haben wir oben drauf noch. Mit einem Silberbeutel. Man muss mit. Gar nicht mal so leichten Gegner zu tun, aber wir kriegen das schon auf die Reihe. Es sind auch nur drei. Wir sind klar in der Überzahl. Dann wollen wir mit der Schlacht loslegen. Vor allem der Silberbeutel ist ganz gut, da wir nämlich vielleicht Geld benötigen für das Aufsteigen der Waffen. Jetzt sollte ich wirklich Automat-Taktik. Sturm. Dass jeder sich jetzt nach vorne begibt. So. Ja, greif nur an, Freundchen. Oh, Moment. Wow, wie viel macht er? Heilige Scheiße.
Tobin schon mal einiges an Schaden erlitten, aber das kann ich noch ausbessern. Sehr schön. Wieder ein bisschen Schaden gemacht. So, Zeit. Dass auch wieder geheilt wird, der Gute. Ja, jetzt kannst du auch ihre neue Klasse gleich nutzen, so. Und Lukas kann es jetzt auch ihn gleich tun. Als mächtiger Ritter. Gray sollte auch seine neue Klasse nutzen. Ja, und die nutzt er auch wirklich gut. Und wie? Spaltung. Interessant. Er hat auch gleich eine neue Fähigkeit. Okay, nochmal die Taktik. Sturm. Kommt alle. Ist das alles? Haha. Ach, schade. Alter Schwede. Okay, lieber ernst nehmen hier. Oh, oh. Verdammt nochmal. Okay. Jetzt müssen wir besser auf ihn aufpassen. Keine Sorge, du schaffst das. Ach, come on. Zum Glück ist der Heilerin gleich in der Nähe. Dann setzt... Dann zeig du mal, was du kannst. Oh yeah. So, nur noch einer ist übrig und das ist der Typ hier. Der wird sein blaues Wunder erleben. What? Och nö. Da schafft er es noch zweimal zu treffen hier, trotz geringerer Trefferquote. Das ist doch nicht euer Ernst. Na warte, Freundchen, komm jetzt. Ja! Sehr schön gemacht. Ey, da hast du dein Level Up richtig verdient. Nur schade, dass man sein Bild auch nicht umgeändert hat. Aber das wäre schon schön, wenn die das tun würden. Das vielleicht sogar vor allem für Cutscenes, dass man ihnen auch einen neuen Art Sprite verpasst. Also einen neuen Artworks Sprite verpasst, nicht bloß den Standard, den man ihn, den er sonst immer hat. Okay. Zeit auch deine Rittmeisterklasse zu nutzen, um ihn fertig zu machen. Yes. Und Schluss. Another feather in our caps. Sehr schön. So viel mal zu denen. So, aber die sind ja noch übrig und es sind gleich zwei und die werden, die verstärken sich gegenseitig. Das ist echt nicht gut. Gegen Gazelle und noch ein paar zusätzliche Regulier. Ach, naja, kann auch nichts machen. Wir müssen uns denen stellen. Wenn wir vorankommen wollen. Nordseite des Waldes, die Schlacht. Okay. Das ist wohl Gazelle, ein Bogenritter. Oh Mann, so viele Bogenschützen. Und dazu noch mit einer Hexe. Ist ja ganz toll. Hexen und Bogenschützen. Kommt da alles beieinander. Da ist ja alles beisammen. Und da sind noch die anderen Rittmeister, die zur... Und Bogenritter, die zur...
auch noch zur Verstärkung hinzugekommen sind. Aber wir schaffen das schon. Wir kriegen das schon auf die Reihe. Sollen die nur kommen? Wir sind bereit, uns ihnen zu stellen. Wir schaffen das schon. Am besten locke ich sie jetzt zu mir, dass ich sie dann angreifen kann. Kannst kaum warten, wenn Orm dann auch seine höhere Klasse erreicht. Vor allem, wenn er das Königsschwert führen kann, obwohl er nicht von königlichem Blut ist, bedeutet das wohl, dass er doch von königlichem Blut sein muss. So. Na schön. Sollen die nur herkommen? Da sind sie. So, knüpfen wir sie uns vor. Haben wir schon einen Scharfschützen hier. Dann sollte ich mal... Wem schicke ich da am besten hin? Jemanden denn? Ich würde sagen, Luthier. Soll seine Donnermagie wirken lassen. Hoffentlich trifft sie auch. Yes! Aber leider konnte er auch selbst zurückschlagen. So, du heilst ihn jetzt mal wieder. Und du greifst mal an zur Abwechslung. Seraphim. Boah. Ja, das tötet ihn gleich, wenn sie trifft. Okay. Oh yeah. Nice one. Dann kommt mal alle vor. Das müssen wir jetzt, wenn wir leider attackiert, aber was soll man machen? Wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Wenn wir fest zusammenhalten, dann geht das schon. Hey, den kann ich sogar angreifen. Also, die kann ich sogar angreifen, die Hexe. Dann zeig mal deine neue Scharfschützenfähigkeit und triff sie! Yes! Nur gegen Hexen dürfen jetzt diejenigen, die eine geringe Abwehr gegen Magie haben, nicht vorgeschickt werden. Also die beiden dürfen auf keinen Fall von den Hexen erwischt werden. So. Daumen drücken, dass jetzt niemand irgendwas passiert. What? Was ist da jetzt passiert mit ihm? Na gut, sehr weit wegen Level, aber was ist mit Python passiert? What the hell? Python ist draufgegangen. Oh Mann! Da habe ich mir alle Mühe gegeben, ihn stärker zu machen, weil als normaler Bogenschütze er sackt. Und dann sowas. Das kriegst du zurück, Freundchen. Dem hast du es gezeigt. So. Jetzt kannst du mal zeigen, was du drauf hast. Oh ja. Sehr schön. So bitte auch den letzten Treffer nicht verfehlen. Oh. So wirklich. Ja.
Das war wirklich ein grandioser Sieg. So. Ups. Aber gegen die Hexe kann... Das ist die Hexe, kein Wunder. Gegen die kannst du nicht viel ausrichten, das ist klar. Aber er könnte was ausrichten. Er ist jetzt leider der einzige Bogenschütze, der noch übrig ist. Oh, jetzt weiß ich auch, warum der Bogenritter hat sich hier schon hinzugefügt. Wundert mich nicht, dass das Python bereits draufgegangen ist. Na gut, dann. Alter Schwede. Der lässt sich wirklich nicht so leicht besiegen. Komm, mach dir jetzt mal den. Zeig's jetzt mal den hier. Schade. Dachte, dass vielleicht noch Crit drin gewesen wäre. Na schön, dann gibst du ihm jetzt den Rest. Alter Schwede. So, weggeburnt. Dem zeigst du es jetzt auch. Alter Schwede. Der hat leider auch eine Crit-Chance, weshalb es doch... Weshalb es vielleicht riskant ist, ihn anzugreifen. Deswegen kümmere ich mich lieber mal um die Hexe hier. Yes! Da geht sie hin. Ja komm, du als Geistlicher müsstest ihn doch zeigen können, wo der Hammer hängt. Du hast sogar eine bessere Trefferquote als... Als Silke es hatte. So, Zeit dein. Ich würde gerade sagen, zeigt mal, dass ihr euren Ritter, dass ihr euch euren Ritterstatus verdient habt, aber der Typ ist echt zäh. Er lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Das Problem ist, wir haben dann noch andere auf dem Hals. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder in ein Desaster enden wird. Wissen sollte ich vielleicht jemanden mal heilen. Nur für den Fall. Vielleicht gleich Excalibur, um ihn zu erledigen. Komm schon, das trifft hoffentlich. 95% kommen. Yes! Und tschüss. Es gibt einen weiteren Silberbeutel. Und jetzt kümmern wir uns mal um den hier. Obwohl. Überlasse ich das mal jemand anderen. Warte mal, wie viel Schaden macht sie? Wie viel bleibt noch übrig? Reicht leider nicht so ganz. Mensch, ich könnte mehr machen als das. Ich will nicht, dass jetzt von jedem hier attackiert wird. Aber das dürfte womöglich passieren. Das wäre ein hohes Risiko, wenn ich jetzt mit ihr angreifen würde. Womöglich gehen jetzt die Bogenschützen hier auf jeden los, hier, der hier steht. Na schön. Dann mal los. Och, Mann. Ja, was kann man machen, ey? Die sind uns über. Also in der Situation... Konnten wir leider nichts ausrichten. So blöd es auch ist. Nicht cool, das geht so nicht. Jetzt sollte ich am besten heilen.
Wir zeigen ihm hier, ihn hier. Soll das auch jemanden heilen? Ja. Gute Fave wurde geheilt und jetzt mal gucken, dass wir was ausrichten können. Boah, 47%? Was? No way! Was geht denn? 40%? Hallo? Hä? What the hell? Warum so eine geringe Trefferquote nur? Was geht denn hier ab? Vielleicht wenn einer wenigstens ein Crit wäre hier. Komm schon. Ja, Baby! Ja, gleicht wenigstens den unverfehlten Angriff wieder aus. Komm schon. Och Mann. Aber wenigstens trifft er auch nicht. Aber das ist schon schade. Ich meine, was soll das denn? Dass die Trefferquote so gering sein muss. Oh bitte, den musst du jetzt mal töten. Ja! Das elendige Geschmeiß hat dich gerade gekillt, mein Freund. Unterschätze uns nicht. Ja, komm. Obwohl, das ist eine Hexe, oder? Arg! Wenn der jetzt von der Hexe attackiert wird, das dürfte nicht gut enden für ihn. Aber auch für ihn nicht. Warte, hell. So viele, die kaum Resistenz haben. So viele, die sich gegen Hexen nicht durchsetzen können oder generell gegen jeden Magier. Na schön. Mach erst mal du den hier fertig. So. Auch dein Level up. Jawohl. Gut, dass ich einen Punkt auf Fähigkeit bekommen habe. Weil das bestimmt ja die Magiewert. Nun, wir sind wenigstens noch zahlenmäßig überlegen. Wir haben ja nicht so viele Verluste gemacht. Na schön, ich muss wohl, weil... Wir müssen diese Scharfschützen unbedingt loswerden. Okay, jawohl. Sehr schön. Oho. So gehört sich das. Komm schon. Ist das alles? Lame. Oh yeah, baby. Sehr schön. So gehört sich das. So, den auch noch erwischen. Yes! Okay, das wär's. Mehr kann ich nicht machen, es sind nur noch zwei Gegner übrig. Wenn jetzt einer von denen es schafft, einen meiner Kameraden zu töten, ich schwöre. Oh mein Gott, also das wäre beinahe passiert. Aber haben uns zum Glück gut gehalten. Okay. Zeit, dass wir der Hexe zeigen, was wir auf dem Kasten haben, ne? Dies ist ein Ende, Fräulein. Ja, wir haben das alle gesehen. Wie du es diese Hexe gezeigt hast. Das war ein schönes Schauspiel.
So. Heile mal den guten Tobin hier. Das gilt auch für dich. Und jetzt los. Das ist ein normaler Schütze, also dürfte kein so großes Problem darstellen. Kann nicht dahinter? Okay. Dass er mal eine Vorlage gibt. Um Tobin dann zu ermöglichen, ihm den Rest zu geben. Oh ja, besser als erwartet, auf jeden Fall. Ah. Das erste Level Up für ihn hätte ich mir schon besser vorgestellt. Keine Sorge, sie kommen wieder zurück. Back so soon, Berkut? Sire, I was merely... Are the tales true? You challenged the Deliverance for sport and lost? Forgive me, Uncle. They proved to be more skilled than I first imagined. What a most distressing turn of events. Our own Lord Berkut, broken by a band of farmers and cowhands. Did you mean to drag your knight's honor through the dung whilst playing? Hold your tongue. You are a servant to our house, and you dare insult Regel's finest? It is far more sensible for clods such as you to stay cowering in your robes. You forget that we answer to none but Duma, father of all Regel. Though I may be a servant, it is certainly not to you. We shall see who cowers in the end. What are you implying? Emperor Rudolph, allow me to put your heart at ease. It is true that the Deliverance is nearing the sluice gate at our border. However, it is guarded by Tatara, one of the Duma Faithful's finest arcanists. And as I understand it, he has come across a most interesting toy. I have the utmost faith he will make short work of those rebels. Sire! What now, Berkut? Tatara may yet fail. Permit me to take my men to the border. If the Deliverance does break past the sluice, they must reckon with me. This time I will smash their puny rebellion once and for all. I swear it. You must give me one last chance. Very well. If they try to set foot on our land, they are to pay dearly. Am I understood? Yes, Uncle. Sire. What silliness! The rebels will be dead long before they reach the border. To the Emperor? Yes. We march for the border. Again? But we only just returned home. It was my choice. I had to beg the Emperor for a chance at redemption. All because of that maggot. Oh! Because of him, I had to sit there while that snake Jetta spat venom at me. I will make him pay for this disgrace 100-fold! Why, Lord Berkut, what grieves you? Nui Baba, not you. These halls have been dark without your unique fire to light them, my lord. I shall treasure this meeting when I return to my post on Fear Mountain.
Master Jedha honors me, yet I hear he has not done the same for you. Perhaps because of your embarrassing loss at the hands of those rebel scum. You faithful are in dire need of a lesson on how to speak to nobility. And I am certain you would be a most fearsome teacher. Regardless, you wrong me, Lord Bakut. I merely wish to aid you. How could you help me? All of you claw at the heels of your god while ignoring his first teaching. He wished for men to be strong, not a pack of supplicating fools. So you do not need our power? I see. Then I pray you fare well in your battle at the border. For should you lose, well, I doubt your uncle would give you a third chance. Or is this the fourth? For all your stubborn words, you have some wisdom. You have seen what the faithful are capable of in battle. I know it. Father Duma's power is vast, and not to be looked down upon. Lord Jedha even went so far as to offer the father his own daughters. Yes, it's true. Marla and Hestia both. In turn, the father rewarded Lord Jedha with incredible magic. His own daughters? How dreadful. Do you see now, Lord Bakut? If you would taste of Duma's power, I will conduct the ceremony myself. Come to my abode. Never. Victory over Om would mean nothing if not won by my own hand. So prideful. Very well. But at least allow me to give you this. What is this? A mirror? One filled with my sorcery. Of course, I believe you when you say you have no need for such tricks. But one day, you may find yourself cornered and without recourse. If that day comes, shatter the mirror. It shall answer your call. I don't need such baubles. Are you certain? Think of it as a safeguard, if that helps. Something, just in case. May the tides turn in your favor, my lord. Was hat das mit dem Spiegel auf sich? Ach, das kann noch was werden. Tja, aber wir haben bald diese eine Grenze überwunden und dann ist es nicht mehr weit bis zum Kaiser. Dann haben wir also bald schon die Hälfte geschafft. Anscheinend. Ich bin mir nicht sicher. Aber okay, wir werden das dann später noch herausfinden. Und den nächsten Part geht es dann weiter, wenn es darum geht, dass wir endlich gehen um die Grenze kämpfen können. Und wie immer, wenn es gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Und dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Oh ja, CrossFit geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Fire Emblem Echo, Shadows of Valencia. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.